Die Zwölfe mit euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play. Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge, der erste Teil der Nordland-Trilogie. Und wir treiben uns immer noch in den tiefen Gemäuern unter Thorwall herum und versuchen hier die alte Ugdalf auszukundschaften. Und hier geht's ganz schön heiß her. Wir hatten schon mehrere Begegnungen mit Untoten, Skeletten etc. Vielen anderen fiesen Lebewesen. Wir müssen jetzt mal hier noch ein bisschen weiter den Raum erkunden. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, diese klamme Höhle zu verlassen? Nein, noch nicht. Das machen wir vielleicht später. Ich möchte sie erst noch erkunden. Außerdem fühlt sich Kurglim gerade wohl. Außer das Grundwasser, das macht ihm ein bisschen Angst, aber... Wenn einer solche Gemäuer einschätzen kann, dann doch unser Herr Zwerg, bitte. Hier liegt ein Ring am Boden. Wollt ihr ihn mitnehmen? Ja, bitte. Ach, einen Moment mal gerade, bitte. Wer hat denn den Ring? Der Ring gefällt Zadine recht gut. Tausch ihn gegen eine Skraja. Und ich weiß das jetzt schon, weil ich das Spiel schon mehrfach gespielt habe, dass dieser Ring nicht magisch ist. Wir werden aber trotzdem nachher ein Odem sprechen und ach komm, wir machen es jetzt gerade. Es gibt nämlich auch magische Ringe, die man hier finden kann. Dieser Ring ist nicht magisch, ja. Okay, so, also, dann haben wir das auch noch konform gespielt. Wo sind wir denn jetzt gerade? In dem Raum hier. Hier gibt es aber noch ein bisschen was, würde ich meinen. Was ist denn hier los? Waren wir hier nicht schon? Hier war doch das mit dem Wasser. Wo war denn das weg? Egal, geht's noch ein bisschen weiter nach Süden. Oder nee, Moment mal, das war hier mit dem Wasser. Da waren wir ja noch gar nicht. Hier ist der Gang eingestürzt, eine Weiterkommen ist nicht zu denken. Okay. Wir haben auch gar keine Option, hier weiter zu graben. Dann untersuchen wir noch die anderen Räume, sagt Kurglim. Vielleicht verbergen sich dahinter noch irgendwelche Schätze. Gucken wir mal. Was könnte hier wohl sein? Hier ist der Gang eingestürzt. Eine Weiterkommen ist nicht zu denken. Gut. Zwei Skelette, die uns angreifen wollen. Okay. Ich würde sagen, wir lassen sie kommen. Okay, wir machen mal dieses Sichern. Dann werden wir gleich sehen, was es wirklich bringt. Aha. Nächstes Skelett, um das wir uns kümmern müssen. Wir laufen einmal um dieses Skelett hier rum und greifen es im Rücken an. Es bringt sogar was. Nice. Sehr schön. Gibt es diesen fiesen Untoten? Super Treffer von Kaelana, der Wahnsinn. Ein super Treffer von Streitwart, es gibt 6 Abenteuerpunkte. Gut, das waren jetzt auch nicht die, das waren jetzt auch nicht die schwierigsten Gegner, da haben wir schon toughere Skelette erlebt.
Hier ist der Gang eingestürzt. An ein Weiterkommen ist nicht zu denken. Okay. Sollten wir aufpassen, dass uns hier nicht die Decke auf den Kopf fällt, ne? In dieser Nische liegt eine Hacke. Wollt ihr sie mitnehmen? Nö, brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir haben noch welche dabei. Auch hier ist der Gang wieder eingestürzt. Nein, wir lassen die mal liegen. Eine Hacke muss ich jetzt nicht mehr mit mir rumtragen. Okay. Jetzt kommt eine knifflige Stelle. Wir laufen mal gerade vor. Nein, Moment. Und zwar ist es jetzt folgendes. Hier unten haben wir ja die Möglichkeit, drunter durchzutauchen. Und das ist ein bisschen knifflig. Da kann schon mal der ein oder andere Held bei krepieren. Wir hoffen einfach mal, dass es gut geht. Wir werden uns vorher nochmal etwas stärken. Vor allen Dingen, weil wir ja noch viel Ausrüstung dabei haben. Dann fresst ihr mal euer Obento und dann müssten wir gleich mal einen Versuch wagen können, da durchzutauchen. Talente, wir gucken mal, wer ist denn ja so der schlechteste Schwimmer? Schwimmen 1, 1, 3, 0, minus 3. Au, 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 au. Okay. Also wir werden direkt... Moment. Wir werden direkt mehrere Dinge durchführen. Also Kailana wird erstmal Kurglim ein Gulmon-Blatt geben. Das wird ihm etwas mehr Kraft verleihen. Herrlich. Nach so einer Portion Gulmon fühlt man sich gleich, als könne man Bäume ausreißen. So, das ist das eine. Er ist jetzt stärker, hat jetzt Körperkraft 15. Und Handor wird einen Zauber wirken auf Kurglim. Nee, Moment, halt, ich meinte das anders. Zaubersprechen, Handor, Verwandlung. Und zwar, er wird die Gewandtheit Kurglims kurzfristig erhöhen. Sodass Kurglim nun etwas stärker und etwas, wendiger ist, sodass er es schaffen müsste, hier drunter durchzutauchen. Also, ich lese das nochmal kurz vor. Auf einer Länge von mehreren Schritt ist hier die Decke eingestürzt. Es sieht jedoch so aus, als hätte sich gleichzeitig auch der Boden abgesenkt und mit Wasser gefüllt. Es mag sein, dass ihr unter dem Hindernis durchtauchen könnt. Wollt ihr das versuchen? Ja. Wer soll zuerst tauchen? Gute Frage. Streitwart, oder? Streitwart gelang hustend und spuckend auf die andere Seite. An dem Seil, das er hinter sich hergezogen hat, könnt ihr jetzt etwas leicht herfolgen. Andrea gelangt hustend und spuckend auf die andere Seite. Zadine. Jetzt wird's langsam eng. Handor geht unterwegs die Luft aus. Er muss umkehren. Beim zweiten Anlauf klappt es jedoch und er kommt hustend auf der anderen Seite an. Kailana geht unterwegs die Luft aus, sie muss umkehren. Beim zweiten Anlauf klappt es jedoch und sie kommt hustend auf der anderen Seite an. So, jetzt kommt unser Problemkandidat. Kurglim gelangt hustend und spuckend auf die andere Seite. Er hat sich besser angestellt als die beiden anderen Jungs. Okay. Gut. Wir haben ein bisschen Lebensenergie gelassen. Und ihr seht, uns gehen schon langsam wieder die Einbeeren aus. Und wir haben den nächsten Abschnitt erreicht, wo wir noch weiter in das Gewölbe vordringen können. Wir werden aber erst nochmal von einem Skelett angegriffen. Eine normale Attacke, die sitzt. Sehr schön. Und Kailana, gib ihm den Rest. Sehr gut. Okay.
Wir sind aber mittlerweile, ich glaube, 4 oder 5 Stockwerke unter Torwall. Hier könnte es rund gehen. Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen und Waffenständer dies nahezulegen. Ehe ihr noch weiter überlegen könnt, lösen sich jedoch aus dem Schatten 3 Skelette und greifen euch an. Okay, ein kurzes Stoßgebet zu Rondra. Wir könnten die Skelette sogar blitzen, aber ich weiß nicht, ob wir das müssen. Ziehen uns mal lieber etwas zurück mit den Magiern. Sie sind zum Glück weit verteilt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das erste Skelett direkt auszuschalten, wenn wir schnell sind. Shit. Bringen wir erstmal die Magier außer Reichweite. Mist. Sehr gut. Oh Kacke, oh Kacke. Irgendjemand hat da gepatzt, aber ich glaube, das war die Attacke von... Gut, okay. Gegenstand benutzen, eine Runde Hyaila Feuer auf das Skelett. Gruß an die Fische. Nein, nicht an die Fische, Gruß an das Fegefeuer. Och Mann, ey, Kinders. Ihr schafft das. Bei Boron. Hieb um Hieb weicht dieses Skelett aus, aber steter Tropfen hüllt den Knochen. Oh, und das Skelett hat sich bei einer Attacke selbst verletzt. Auch das soll schon passiert sein. Die nächste Attacke von Kailana sitzt auch. Das ist wirklich eine exzellente Kämpferin. Andrea startet nochmal einen Angriff mit dem Rapier. Auch der gelingt ihr sehr gut. So, Streitwart. Möge Rondra deine Klinge führen. Oder auch nicht. Sehr gut. Nur 2 Schwerter? 3 Skelette, 2 Schwerter. Okay. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wer hat denn noch ein paar Einbären übrig, die er Andrea geben kann? Nimm mal noch ein Hyaila Feuer in die Hand. So, also wir haben jetzt diverse Skelette besiegt und geplättet. Erkunden wir jetzt erstmal diesen Raum. Eine Orknase auf dem Boden. Cool, wir nehmen die mal mit, ja. Ist die magisch? Zadine, wirke mal ein Odem. Ach nee, die hat die Orknase gar nicht, ne? Wie, und jetzt verliert die trotzdem die... Och, Mann. Zadine tauscht Schaufel gegen Orknase. Wer hat denn die jetzt überhaupt genommen? Das muss Handor sein. Oder nein, es muss hier Kailana sein. Ach, Kinder. Nee, behalt mal die Schaufel. Komm, wir machen das... Wir machen das ein andermal. Okay. Hier ist eine Tür. Hier ist auch eine Tür.
Gucken wir erstmal hier in diesen Raum. Noch ein weiteres Skelett, das uns angreift. Na, dann stelle ich mal auf die Seite. Ja, so, erster Angriff, Kurglim. Greift das Skelett aggressiv von hinten an, das den Angriff abwehren kann. Dafür kann jetzt aber Andrea einen platzierten Schlag landen. Sehr schön. Und hier müssen wir mal bald ein bisschen Gegenstände bei Schreitwart aussortieren. Der hat nämlich wenig Bewegungspunkte. Aber für eine aggressive Attacke langt es noch. So, Kailana, einmal Schädel spalten. Wunderbar, auch dieses Skelett muss sich der Klinge Kailanas beugen. Absoluter Wahnsinn. So gebe er das Schwert der guten Andrea. Ansonsten ist hier ja nicht viel in dem Raum. Es gab ja aber noch eine Tür. Hier führt ein Gang ins Dunkel. Aus dem Raum vor euch könnt ihr das Geheul gemarterter Seelen vernehmen. Wollt ihr wirklich diesen Gang lang gehen? Tja, hab jetzt keinen Würfel hier, sonst würde ich es auswürfeln. Streitwart sagt, nur Mut, meine Freunde, Rondra hat uns im Kampfe gegen diese Kreaturen bisher gut beigestanden. Warum soll sie es auch nicht jetzt tun? Und er blendet dabei vollkommen aus, dass er selbst schon einmal beinahe in Borons Hallen eingetreten wäre. Nein, ist nicht wahr. Ein Dämon. Ein Hashtot. Okay. Hyaila Feuer hilft gegen den auch nicht, soweit ich informiert bin. Aber man kann ihm tatsächlich mit Magie zu Leibe rücken. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem Handor Kailana und Zadine der Gruppe zeigen werden. Nein, jetzt hat er nicht genug Bewegungspunkte, dass sie ohne sie nicht überleben werden. Schmeiß die Hacke weg. Haben wir noch was zum Wegschmeißen? Das müsste eigentlich schon was gebracht haben. Komm, bewegen. Ein Feld zurück, abwarten. So, Zadine, wirke einen mächtigen Kampfzauber, einen Ignifaxius Flammenstrahl auf den Hashtot, der Stufe 2. Das hat ihm tatsächlich 6 Schadenspunkte bereitet. Versucht sie doch tatsächlich anzugreifen. Oh, ich kann nicht mehr zaubern. Dann werden wir mal abwarten. Auch Streitwart wird abwarten. Sichern. Geh mal hier hin. Und greif ihn mal mit deinem Zauberstab an. Der ist nämlich auch magisch. Hahaha. Also Magie kann ihn verletzen. Wir könnten jetzt... Ich glaube, wir können jetzt keinen Zauber wirken. Sowas wie Geister bannen oder sowas in der Richtung. Wir können ihn auch nicht in Stein verwandeln. Nein! Ein Fulminictus, bitte. Oder nochmal ein Ignifaxius. Noch einmal 7 Trefferpunkte an den Hashtot. Dann muss es wohl ein Fulminictus sein. Wow! 19 Trefferpunkte. Handor vernichtet den Hashtot mit einem mächtigen Zauberspruch.
Und jetzt müssten wir schon... Haben wir einen neuen Level erreicht? Nein, haben wir nicht. Oh. Aber Zardine muss sich wieder... Muss sich etwas regenerieren. Wir kriegen... Haben wir noch einen Heiltrank? Das ist ein starker Heiltrank, ne? Wir geben ihr einen Heiltrank. Wo ist der, die Flasche, die der von dem Heiltrank geblieben? Haben wir gar keine gehabt? Okay, vielleicht hat es auch einfach so geklappt. Wunderbar. Haben wir diesen Kampf bestanden. Handor, du hast ja wirklich, also, der absolute Wahnsinn. Oh, Andrea, jetzt aber. Auch diesen letzten Raum, oder ist es der vorletzte? Auch diesen vorletzten Raum müssen wir noch erkunden. Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen und Waffenständer dies nahezulegen. Ehe ihr jedoch weiter überlegen könnt, lösen sich jedoch aus dem Schatten drei Skelette und greifen euch an, einmal mehr. Ich würde sagen, wir lassen die Skelette kommen. Und Kurglim wird sich jetzt um die Rückseite dieses Skelettes kümmern. Und ihm das Rückgrat aus dem Hals holen. Wird dies schon der letzte Kampf sein, den wir noch in diesem Dungeon bestreiten werden? Ich würde sagen, die Zeichen stehen gut. Streitwart gelingt es leider nicht, dem Skelett Einhalt zu gebieten. Es löst sich ein viertes Skelett aus der Wand und greift uns an. Andrea, zeig ihm, wo der Hammer hängt. Oder in dem Falle der Rapier. Ja, vielleicht brauchen wir doch noch etwas Magie in diesem Kampf, meint Handor und schickt Zardine mal nach vorne. Kailana wird sich mit einem Acceleratus beschleunigen. Leider misslungen. Dann wirst du mal mit dem Hyaler Feuer dieses Skelett aus dem Weg räumen. Zum Glück haben wir das mitgenommen. Schade. Diese Skelette sind echt brutal. Was müssen sie in ihrem Leben verbrochen haben, dass Boron sie so straft und nicht in seine Hallen aufnehmen wollte? Gut, Kailana hat sich jetzt etwas beschleunigt. Ne, Moment mal. Ja, Gegenstand wechseln. Wir haben noch ein Hyaila Feuer. Haben wir das, ja. Das Skelett greifen wir noch normal an. Das werden wir noch konventionell aus dem Weg schaffen. Und die Attacke von Streitwart misslingt. Dafür kann Kurglim zuhauen. Streitwart muss was einstecken. Rück. Kailana muss mal eine Einbeere zu sich nehmen. Und Zardine wird jetzt ein Fulminictus auf dieses Skelett schleudern. 12 Trefferpunkte, damit ist es aus dem Weg geräumt. Und Kailana hat noch eine Einbeere zu sich genommen, hat jetzt wieder etwas mehr Lebensenergie. Komm, Kurglim. Ach, so ein Mist.
Jetzt aber, Kailana, schalt ihn aus. Deiner aggressiven Attacke. Sehr gut. Kurglim hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Ja, Andrea, lauf mal hier rüber. Kailana versucht noch einen guten Schlag zu platzieren. Schafft es aber noch nicht direkt. Wie sieht's mit Kurglim aus? Oh, der spaltet dem Skelett mit einem mächtigen Hieb den Schädel. Wunderbar. Handor hat eine neue Stufe erreicht. Jetzt muss gesteigert werden. Was steigert man bei so einem Magier? Im Idealfall natürlich Klugheit. Was sollen wir herabsenken? Ich würde sagen, die Raumangst. Wir haben uns jetzt viel in diesem Dungeon bewegt. Die Totenangst wäre auch noch so ein Kandidat. Wir versuchen es mit der Raumangst. Gut, das gelingt. Stehen 5 Punkte zur Verfügung, die wir auf Lebensenergie und Astralenergie verteilen sollen. Ich würde sagen, 2 Punkte Lebensenergie und 3 auf Astralenergie. Also, wie viele sollen auf LE Lebensenergie verwendet werden? 2, bitte. Wollen Sie als Magier zugunsten Ihrer Astralenergie auf 10 Steigerungen der Zauberfertigkeiten verzichten, dann bekommen wir noch ein bisschen mehr Astralenergie und ich würde sagen, das machen wir. Tagebrade Basiswert hat sich auf 8 verändert. Wir haben jetzt 48 Astralpunkte. Möchten Sie Steigerungsversuche umwandeln? Das heißt also, möchten wir Magiesteigerung in Talentsteigerung umwandeln? Nein, wollen wir nicht. Okay, wir fangen an mit den Kampftalenten. Wir machen die Speere und wir erhöhen die Parade. 13 Punkte Parade ist ziemlich gut. Als nächstes können wir dann so langsam auf die Angriffswerte gehen. Die Intuition ist wichtig, der Gefahrensinn und die Sinnenschärfe sollten wir erhöhen. Das hat gut geklappt. Wie sieht es denn bei den Wissenstalenten aus? Er hat Alchemie 10 mittlerweile. Handor ist voll der Alchemiker. Sprachen 6, Magiekunde 7, Lesen 6. Alte Sprachen 4. Dann machen wir bei Handor mal die Wissenstalente. Körper vielleicht noch. Schwimmen. Oh, Schwimmen ist wichtig. Schwimmen werden wir brauchen. Klettern werden wir brauchen. Und wir haben ja auch so ein paar körperliche Talente angewendet. Schade, das ist jetzt misslungen. Dann werden wir noch Götter und Kulte erhöhen. Wir befinden uns ja auch gerade in einer fremden Kultur, da könnten wir damit ruhig was anfangen. Und Geschichte erhöhen wir noch einmal. Und Geografie oder alte Sprachen erhöhen. Oh, schade, das hat nicht geklappt. Okay, ich zeige euch das jetzt mal gerade, wie wir das bei dem, was wir noch bei dem Magier erhöhen. Wie wäre es mit dem Transversalis? Den brauchen wir demnächst. Da, die Verwandlungszauber. Paralysis natürlich. Einer unserer wichtigsten Verwandlungszauber, den wir im Kampf einsetzen wollen. Visibili Vanita. Dein Unsichtbarkeitszauber, den müssen wir natürlich auch steigern. Salanda Mutanda, sei ein Ander, ein weiterer Verwandlungszauber, damit wir unsere Gegner in Fliegenpilze verwandeln können. Den müssen wir natürlich auch erhöhen. Als Kampfzauber nehmen wir den Fulminictus. Da müssten wir doch 2 Steigerungen haben, oder? Nein, nur eine, schade. Dann nehmen wir noch den Blitz hinzu. Das ist jetzt halt nicht mehr so unser Metier eigentlich. Geister bannen, da nehmen wir mal noch einen Spruch. Wie sieht das mit Beherrschung aus? Bannballadin ist natürlich immer gut, böser Blick auch. Respondami Antwortzwang, oder so glaube ich heißt das. Antimagie. Destructibo Arcanitas. Ja, ein paar Antimagie-Zauber sollten wir noch lernen, damit wir, falls wir doch mal in die Verlegenheit kommen, einen gegnerischen Zauber abwehren zu müssen oder auflösen zu wollen,
dass wir da doch so ein bisschen drauf vorbereitet sind. Den Illusionszauber, den... Das wollen wir auch noch. Verwandlungen beenden. Vielleicht, ja. Gut, da haben wir alles gesteigert, was ging. Elemente, Bewegung, Heilung, Balsam vielleicht noch. Das ist ja so ein typischer Zauber. Hellsicht, Penetritzel. Der ist wichtig. Damit wir doch mal bei Bedarf durch eine Wand gucken können. So, jetzt steigern wir hier diese Verwandlungszauber noch. Armatrutz brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, Feuerbann, das könnte noch interessant sein, aber... Körperkraft steigern ist natürlich gut. Gewandtheit steigern ist auch gut. Und Intuition steigern ist auch gut.